Vyrus hat ihren eigenen Langbogen. Wie ich schon sagte, so besondere Sachen möchte ich nicht unbedingt ersetzen. Deswegen lassen wir das auch. Aber für mich eine neue Armbrust. Ich hoffe mal, dass wir beim Bogenbauer ein Rezept kriegen nachher. Und jetzt holen wir uns beim Zeugwart erstmal die neue. Wie wäre es mit Rüstzeug oder einem guten Schwert? Ah ja. Hier der Beweis für Odo Beckerbeutz ableben. Wunderbar. Und gibt's denn sonst noch was? Interesse an neuem Rüstzeug? Ja, was hast du denn? Nix. Wie wäre es mit... Wir Habt haben ihr? hier ein paar Steckbriefe für eine Bande der übelsten koscher Verbrecher, die sich in der Gegend herumtreiben soll. Die berüchtigte Beckerbeutbande. Nimm dich vor diesem Gesindel in Acht. Es sind alles üble Räuber, Halsabschneider und... Der Jo. Steckbrief für den mittleren Bruder, Bodo Beckerbeutz. Ein Scheusal. Mach ihn auf jeden Fall dingfest. Oder mach seinem Okay, mal Schändlichen... sehen, ob ich den Gibt's denn Kerl sonst noch aufspüren was? kann. Interesse? Nein, danke. Gucken wir mal, wo soll er sich rumtreiben? Gesucht, Bodo Beckerbeutz. Gesucht wegen Winkellagerei vor den Tornadorets aus dem Brandstiftung am Tempel. Ja. Vielleicht finden wir ihn sogar am Tempel, auch wenn ich es bezweifle. Okay, von der Kaserne rennen wir jetzt. Gehen wir mal schnell zum sanften Ochsen. Mache ich schnell einen Teleport. Hier. Du bist ein Spion aus Al-Anfa. Du schaust so finster drein wie einer dieser Herren. Ich aus der Stadt des Roten Goldes? Nee. Aber einen Besuch wäre sie wert. Ja. Tahona. Willkommen im sanften Ochsen. Was kann ich für euch tun? Wir suchen nach einem gewissen Bogumil. Ja, was gibt's denn da zu lachen? Nichts. Ich denke nur, eure Vorstellung von Bogumil führt euch in die Irre. Inwiefern? Hättet ihr mir die Güte, mich aufzuklären? Ist er etwa wirklich ein Ochse? Aber gerne. Schaut doch mal um die Ecke. Da steht Bogumil vor dem Tavernenschild. Und was macht er da? Fragt ihn am besten selbst, soweit das möglich ist. Okay, das mache ich, was danke. Was wenn bist du, dass du der Boronskrone dienst? Im Sintotal soll all... Du bist Bogumil? Das ist doch ein Witz, oder? Muh, auf dem Gespann des Ochsen kannst du den Gravur Bogumil auch. Ich würde diesem Ochsentreiber eine verpassen, dass er mich so schickt, einen Ochsen suchen. Ich glaub, mich tritt ein Pferd. Das ist ja ein Ochse. Und okay. Und wie kriegen wir den da jetzt weg? Spätestens dann wird dir Kannst du uns das auch sagen? Willkommen im sanften Ochsen. Was kann ich für euch tun? Bogumi ist also ein Ochse. Sehr lustig. Leider bewegt er sich kein Finger weit. Ja, es ist ein Ochse vom alten Hajo. Es ist nicht das erste Mal, dass er dort wie angewurzelt steht. Super. Ich glaube, unser Bogumil wird von dem Tavernenschild magisch angezogen. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist es der Helm, der an dem Schild angenagelt ist. Die Hörner sehen denen eines Ochsen sehr ähnlich. Es hat mich auch viel Zeit gekostet, einen passenden Helm zu finden. Ah, toll. Würdet ihr den mal ausleihen? Vielleicht kann ich den Ochsen damit weglocken. Tut mir leid, aber hier werden keine Geschenke verteilt. Keine Freirunden, kein Anschreiben und auch keine Ausleihe. Ihr müsstet schon einen angemessenen Betrag auf den Tisch legen. Wir versuchen es mal mit Überreden durch mich. Guter Mann, für einen sanften Ochsen wirkt dieser Helm doch recht reichlich martialisch. Habt ihr schon einmal daran gedacht, ein passendes Dekorationsstück zu finden? Ihr werdet es nicht glauben, aber das sagt meine Frau auch immer. Also gut, nehmt den Helm mit. Sehr schön. Ob wir damit den guten Bogumil von der Stelle bringen. Gucken wir mal. Muss jetzt jemand den Helm aufsetzen? Okay.
Dann laufe ich jetzt mal oben ohne rum. Lock Bochum hier weg. Toll. Das bringt schon mal nichts. Vorgriff, setzt du den mal kurz auf. Bringt das was? Da fehlt wohl auch was. Das nehme ich jetzt schon fast persönlich. Wir werden dieses Rindvieh ja wohl zum Laufen bringen. Wie willst du das anstellen? Genau, Grimm. Der war Bergziegenhirte. Der hatte Manieren wie ein Ziegenbock und roch auch wie ein ganzer Ziegenstall. Wenn der mit mindestens 5 Fellen intus und freiem Oberkörper vor den Biestern her ist, dann sind sie ihm alle gefolgt. Wie soll das jetzt bei dem? Ich hab da so eine Idee. Ich werde zum Leitrind. Diesen Helm habe ich ja schon. Für ein paar Helle mache ich mir den Spaß. Also riskieren wir es dann. Ich beteilige mich an den Hellen. Ja. Das ist doch mal ein Wortschleicher. Der will ich nur oben ohne rum. Darauf zum Wirt sanften Ochsen. Okay. Jetzt müssen wir Vorgriff abfüllen und der muss oben ohne den Ochsen bewegen. Willkommen im sanften Ochsen. Was kann ich brauche 5 Helle für meinen zwergischen Freund. Das macht dann 10 Heller. Hier, 10 Heller. Und hier kommt das erste Bier. Ah. Das tut gut. Ich hatte schon eine ganz trockene Kehle. Noch eins und ich komme langsam in Fahrt. Okay. Hier, das nächste Bier. Ja. Aber wer doch gelacht, wenn ich den Ochsen nicht zum Laufen bekäme. Hier, das nächste Bier. Okay, Vorgrim säuft sich voll. Ich probiere, ob ich schon ochsisch kann. Okay, das ist es auf jeden Fall wert gewesen. Ich kann den Ochsen in mir spüren. Das war gut. So, das letzte Bier. Okay. Jetzt bin ich mutig genug. Okay. Weg mit dem Hemd und zum Ochsen. Lass dich doch von den Pokovi scheint einen Freund im Vorgang gefunden zu haben. Sie soll das aber ihm folgen wollen. Oh Gott. Folgt dem Leid drin. Ich denk mal, ab hier hört FSK 12 auf. Bogumil, na endlich. Okay, wir haben den Ochsen zum Ochsentreiben. Was für ein Spaß. Und 5 Fälle gratis, das hat sich gelohnt. Ja, das war ein Spaß und solche Geschichten bleiben an einem ewig kleben. Die wird man nie wieder los. Meinst du? Ja, vielleicht hätte ich mich dann besser doch nicht zum Ochsen machen sollen. Doch, das war gut. Ja, für Vorgrims Tat wäre eigentlich auch eine Belohnung angebracht. Wie wär's, wenn ich euch diesen Ochsenhelm vom ansässigen Schmied reparieren lasse? Ihr könnt ihn dann dort abholen. Ich fürchte, ansonsten habe ich kaum etwas Nützliches für euch. Ja, okay. Na, versuchen wir es noch mit Falschen von Quano. Habt ihr nicht noch was Interessantes im Angebot? Bitte, glaubt mir doch. Ich kann wirklich keine meiner Waren entbehren. Aber wenn es denn sein muss, nehmt noch zusätzlich etwas Kleingeld. Oh, 5 Dukaten sind nicht gerade Kleingeld. Dankeschön. Und jetzt Vorgrim. Bitte anziehen. Bitte bei allem, was teuer und heilig ist, zieh dich wieder an. Aber das war jetzt gerade eine Aktion, die war es eindeutig wert. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also würde ich sagen, wir gucken mal kurz auf den Marktplatz.
Denn ich wollte noch mal dringend in den Praios-Tempel, mir ist nämlich noch was eingefallen. Ich habe ja mal erwähnt. Ich habe ja mal erwähnt, dass ich die Demo gespielt habe. Und da ist mir eingefallen, hier im Praios-Tempel steht hier Alrik von der Quell. Ja? Kann ich etwas für euch tun? Habt ihr vielleicht eine kleine Aufgabe für mich? Jetzt, wo ihr darauf zu sprechen kommt, ich habe mein Gebetbuch irgendwo im Tempel verlegt. Könntet ihr das Buch für mich suchen? Ja, mal schauen, was ich finden kann. Kann ich euch sonst noch helfen? Im Augenblick nicht. Ausfragen tun wir ihn dann nachher. Hier sitzen nur Tempelbesucher rum. Der Praios-Tempel sieht übrigens... Ich wollte gerade sagen, er sieht schön aus eigentlich. Aber jetzt, wo ich die Fledermäuse gesehen habe, nehme ich diese Aussage zurück. Suchen wir lieber das Gebetsbuch. Ah ja, da liegt's auch schon. Ich will nicht drauf treten, ich will's aufsammeln. Dankeschön. Tempelbesucher, Tempelbesucher. Die 12 göttliche Unterweisung, die erste. Und da drüben liegt noch einer im Grab. Und ein Tempelbesucher. Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher, jetzt wo Anwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert. So, dann geben wir mal das Buch. Ja? Kann ich etwas für euch Ich habe euer Gebetsbuch gefunden. Jetzt kann ich mich noch für die Predigt vorbereiten. Kann ich euch sonst noch helfen? Ja, fragen wir mal kurz, wer ich seid denn ihr? Ich bin von der Quell. Ein Novize der Gemeinschaft unseres Herrn Praios. Ja, so siehst du auch aus. Das habe ich mir fast schon gedacht. Ein junger Lichtsucher. Kann ich euch sonst noch helfen? Kannst du mir was über Praios erzählen? Praios ist der König der Götter. Er wacht über das Gesetz und ist Bewahrer der göttlichen Ordnung. Und sein Auge sieht alles. Und ja, das ist so das Wichtigste, glaube ich. Ja, das ist eigentlich das, was jeder über Praios wissen sollte. Kann ich euch sonst noch helfen? Nein, vielen Dank. Heiliges Feuer, die rechtschaffenen Jetzt würde ich sagen, bevor wir mit dem Praios Geweihten reden... Gucke ich mal kurz in die 12 göttliche Unterweisung. Wie lang ist die? Na, die geht ein Stück. Okay. Ich würde sagen, die lese ich dann beim nächsten Mal vor. Ich glaube, ich speichere hier jetzt erst einmal. LP020. Speichern. So. Und dann mache ich hier jetzt erst einmal einen Schnitt. Und dann sehen wir uns gleich wieder.